Schönen guten Abend zum heutigen Webinar. Data Color zusammen mit Canon Monitor Kalibrierung. Hier haben wir jetzt den Einstieg mit dem Dirk Böttger. Ja, von mir auch einen schönen guten Abend und ja, mein Name ist ja gerade schon gefallen, Dirk Böttger. Ich bin Trainer der Canon Academy. Ich bin also einer von deutschlandweit 10 Trainern, die kreuz und quer durchs Land reisen und im Auftrag von Canon und deren Kooperationspartner verschiedene Schulungen und Seminare anbieten. Und ja, dieses Programm möchte ich einfach kurz zum Einstieg nochmal vorstellen. Die Canon Academy hat sich nämlich in den letzten Monaten nochmal neu aufgestellt. Wir haben einen kleinen Relaunch gemacht, was man auch auf der nächsten Folie sehen kann. Das heißt, wir haben eine neue Webseite und bieten ein breit gefächertes Programm an. Dazu gehören Webinare, wie wir sie heute machen. Dazu gehören aber auch Praxisschulungen, die wir zum einen vor Ort bei Händlern machen und zum anderen gehören da auch noch Fotoreisen oder spezielle Event-Workshops hinzu, die wir dann mit verschiedenen Kooperationspartnern machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe sehr viele Seminare im Sport- und Action-Bereich. Das heißt, Nürburgring ist so meine Hausadresse. Und wir sind regelmäßig bei den Rennen der VLN-Serie zu Gast oder wir sind beim Oldtimer Grand Prix beziehungsweise bei den Nürburgring Classics mit Workshop-Gruppen vor Ort und fotografieren dort. Das gesamte Programm, das können wir auch auf der nächsten Folie sehen, kann man natürlich auf der canon.de/academy-Seite abrufen. Neben den Informationen zu den Schulungen haben wir auch kleine, kleine Leitfäden, die dort zum Herunterladen bereitstehen. Und wir haben auch Tipps und Tricks zum Fotografieren im Allgemeinen dort zusammengefasst. Auch das können wir nochmal eine Folie weitergehen. Ja, Online-Galerien haben wir neu hinzugefügt, die einmal die Fotos und die Ergebnisse dann der Teilnehmer zeigen, was auch immer sehr wichtig ist. Wir haben bei der ein oder anderen Schulung auch eine sogenannte Online-Nachbesprechung, wo wir dann Bilder auch nochmal im Nachgang diskutieren, weil oft ist man ja nur einen Tag in so einem Seminar. Viele Fragen tauchen dann zu Hause auf. Und da ist es ganz gut, wenn man da nochmal im Nachgang Bilder besprechen und Fragen klären kann. Genau deshalb haben wir hier mit Data Color auch eine dreiteilige Serie. Nicht, dass wir jetzt alle drei Teile hintereinander sozusagen abfragen, aber wenn beim ersten Teil noch Fragen entstehen, können wir die natürlich beim zweiten Teil auch gerne nochmal klären. Ja, nehmen wir noch die letzte Folie von der Canon Academy. Das ist eine Übersicht des Trainerteams. Auch mein Foto ist dort zu sehen, oben links in der Ecke. Von den 10 Trainern, die wir in Deutschland haben, hat jeder so ein bisschen sein Spezialgebiet. Wie gesagt, wir haben Leute, die Videoexperten sind, wir haben Fotoexperten in bestimmten Bereichen und wie gesagt, mein Bereich ist so ein bisschen die Sport- und Actionfotografie. Ich mache aber auch sehr viele Studio-Workshops und auch Reisen. Das heißt, ich habe ein relativ breites Portfolio, was ich da abdecke. Ja, das war eigentlich das, was ich ganz kurz mal zum neuen Programm der Canon Academy schildern wollte. Also einfach mal reinklicken, www.canon.de/academy. Ja, ich glaube, das fasst die letzte Folie auch noch zusammen. Genau, hier gab es nochmal irgendeine... genau, nochmal unsere Kontaktadressen, genau. Richtig, die lasse ich mal noch einen kleinen Momentchen stehen. Ja, Dirk, klingt recht interessant. Ich habe gar nicht gewusst, dass du häufiger am Nürburgring bist. Ich erlaube mir, dich dort mal zu kontaktieren und dir mal über die Schulter zu schauen. Das finde ich ganz interessant. Ja, gerne. So, starten wir mal mit dem Webinar-Teil über die Monitorkalibrierung. Dirk, ich würde einfach sagen, du grätscht mir da einfach dazwischen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Du jetzt mal stellvertretend für alle anderen Teilnehmer. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, alle Webinar-Teilnehmer hier jetzt im Webinar können natürlich auch Fragen stellen. Das machen wir einfach ganz zum Schluss. Dort blende ich dann eine Frageoption ein. Das heißt, man kann in einem Chat dann seine Frage einfach eintippen und diese Fragen, die werde ich dann vorlesen, ohne Namen, also ganz anonym, einfach Fragen und sowieso dumme Fragen gibt es ja nicht. Also einfach die Fragen reintippen. Ich werde sie vorlesen und Dirk oder ich werden sie dann beantworten, eben je nachdem. Wie wir das können, ja. Genau, wie wir das können. So, da starten wir mit meiner ersten Folie. Und zwar,
Als erstes wollen wir uns mal fragen, wo ist denn die Farbe eigentlich richtig? Ist das die Farbe am Monitor oder ist es die, also am externen Monitor? Ist es die im Laptop? Ist ja ein eingebauter Monitor. Der sollte ja doch dann ziemlich auch auf Grafikkarte und die ganze Konfiguration eingeschossen sein. Nirgendwo ist sie richtig. Sieht man eigentlich auch schon ganz gut daran, wenn man sich mal einen, ja, nennen wir es mal, High-Class-Profi-Monitor anschaut. Selbst die kommen dann mit einem Kalibriergerät. Entweder ist es dabei oder eben ist es sogar eingebaut, so dass es nur hoch, klappen braucht oder muss und somit kalibriert sich dann so ein Monitor immer wieder neu. Eben, es gibt unterschiedliche Monitortypen. Ich habe hier unten so ein bisschen was aufgeführt. Normal Gamut, White Gamut, CCFL, LED. Was soll denn das? Naja, das sind einfach die Farbräume, die Monitore darstellen können. Die sind unterschiedlich groß. Und da spricht man übrigens immer von Gamut. Gamut ist also der darstellbare oder reproduzierbare Farbraum eines Endgerätes. Also etwas, nichts, was wie sRGB oder Adobe RGB einem Standard folgt, sondern das ist etwas ganz Individuelles. Und so haben Monitore natürlich darstellbare Farbräume. Kameras übrigens auch. Fotografiert einfach mal einen Mann vom ADAC beispielsweise in seiner neongelben Weste und dann schaut mal, wo das Neongelb abgeblieben ist. Das wird's so Passiert nicht auch häufiger am geben. Nürburgring. Das ist ein schönes Beispiel, weil da sieht man, dass dann halt die Farbdarstellung eben doch begrenzt ist bei Kameras und auch Monitoren. Genau. Was ja gar nicht schlimm ist. Also es ist ja nicht so, dass die Kamera da nichts macht oder da an der Stelle ein schwarzes Loch zeigt. Das Gelb ist natürlich gelb, aber es ist eben nicht mehr Neongelb. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass es so ein paar kleine Einschränkungen gibt, ist eigentlich soweit alles gut. Monitore haben noch eine etwas bescheidene Eigenschaft, sie altern. Genauso wie wir auch. Meine Haare werden grau und ein Monitor wird nicht grau, ja, oder irgendwie auch doch. Der wird ein kleines bisschen blasser, der wird weniger hell. Das heißt also, die Lichtquellen, die in einem Monitor leuchten, wenn man einen Monitor hat mit CCFL innen drin, das sind so Neonröhrchen, und halt die Monitore, die man heute so kauft, die haben LEDs, weiße LEDs. Noch bessere Monitore, meist White-Gamut-Monitore, die haben nicht weiße LEDs, sondern die haben dann rot-grün-blaue LEDs da drin, womit sie dann das Weiß zusammenmischen. Und diese ganzen Lichtquellen, die verlieren an, man sagt, das physikalisch richtige Wort ist, an Luminanz. Das heißt also, in einer Bürodeckenbeleuchtung hat man Re Neonröhren drin. Irgendwann nach 3, 4, 5 Jahren geht die erste kaputt, fängt an zu blinken und die tauscht man aus. Und selbst wenn man damals ganz viele gekauft hat und im Keller noch Ersatz liegen hat, die neue reingeklickt und die ist heller als die anderen und die sieht auch ein bisschen anders aus von der Lichtfarbe her. Also, das ist dann nicht nur der Weißpunkt, der sich dort ändert, sondern das Farbspektrum ändert sich. Also, das sind recht starke Veränderungen, die so etwas dann im Alterungsprozess mit sich bringt. Und was passiert, wenn wir kein Farbmanagement machen? Sprich, den Monitor nicht kalibrieren. Ich habe jetzt hier ein Beispiel gemacht. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen übertrieben, aber das soll ja lediglich auf, ja, wie soll ich sagen? Es soll das Problem benennen, beziehungsweise auf sehr einfache Art und Weise beschreiben. Gucken wir es uns mal an. Hier haben wir unsere Kamera und dort habe ich ein Bild da drin. Und um dieses Beispiel jetzt, die Nachvollziehbarkeit sehr einfach zu halten, ist das jetzt mal nur ein Schwarz-Weiß-Bild. So, das haben wir jetzt so fotografiert. Es soll ja nicht in der Kamera bleiben. Jetzt nehmen wir diese SD-Karte, stecken die in den Kartenleser und kopieren diese Datei auf unsere Festplatte, genau, da ist sie jetzt. Da haben wir unser Schwarz-Weiß-Bild. Jetzt öffnen wir diese Datei. Auf der Festplatte selbst können wir es ja schließlich nicht sehen. Und stellen diese Datei oder dieses Bild mit unserem Monitor dar. Dieser Monitor hat einen ziemlich heftigen Grünstich. Also, wie gesagt, das hier ist jetzt unrealistisch, aber es steht ja nur als Beispiel. Der hat jetzt einen ganz starken Grünstich.
Ja, Moment, das haben wir ja so nicht haben wollen. Also was würden wir denn jetzt machen, wenn wir das Bild öffnen und am Monitor sehen, wie wir es aber eigentlich nicht haben möchten, beziehungsweise wie es nicht gewesen ist? Das heißt, wir öffnen jetzt Lightroom, Photoshop oder womit wir auch immer arbeiten und kämpfen gegen diesen grünen Farbstich. Wie kriegt man grün weg? Entweder grün runterdrehen oder rot und blau reindrehen. Nach 10 Minuten Fummelei haben wir endlich wieder dieses Bild, wie wir es geschossen haben. Das, was wir haben wollten. Ey, super Job gemacht. Abspeichern. Und das machen wir. Und jetzt liegt dir die Datei wieder geändert, so wie wir es gemacht haben, auf der Festplatte. Wir erinnern uns, ich habe gerade noch gesagt, ne, grün kompensiert man, indem man rot und blau hinzugibt. Interessant. Jetzt gehen wir also her, schicken diese Datei dann an irgendeinen Ausbelichtungsservice oder Druckservice und kriegen dann nach, keine Ahnung, 20, 30 € und ein paar Tage Wartezeit einen solchen Ausdruck zurück. Entweder schimpfen wir sofort auf den Printservice oder aber ich würde mir erstmal in die eigene Nase fassen und sagen, Moment, habe ich irgendwas versaubeutelt? Also gehe ich wieder zurück an meinen Rechner, suche mir die Datei raus und öffne diese Datei. Wo? Na klar, auf meinem Monitor. Und was macht mein Monitor jetzt mit dieser blau-roten Datei? Er gibt sein Grün wieder hinzu. Und damit sehe ich die Datei doch prima. Also schimpfe ich jetzt über den Druckservice und der kann gar nichts dafür. Denn die Datei habe ich ja selbst verändert. Was will mir eigentlich das Ganze hier sagen? Wo? Ich stell's mal als Frage. Wo ist eigentlich die richtige Farbe oder nennen wir es die reale Farbe meiner Bilder? Wo steckt die? Ist das das, was ich auf dem Monitor sehe oder ist das das, was im Ausdruck ist? An keinen von den beiden Orten. Nur an einem einzigen. Nämlich immer in der Datei. Das Dumme ist nur, unser Monitor ist das einzige Fenster in dieser Datei. Und jetzt kann sich's wohl schon jeder denken, also mit einer, nee, bleiben wir bei diesem Beispiel hier, mit einer grün getönten Sonnenbrille würde wohl keiner Bilder bearbeiten oder ein Bild malen. Und das machen wir, wenn wir einen Monitor nicht kalibrieren. Also, wie gesagt, das hier ist natürlich ein sehr krasses und übertriebenes Beispiel, aber das ist so. Und da geht es noch nicht mal nur um die Farbtemperatur. Also sprich, ist mein Bild ganz leicht rotstichig oder blaustichig oder grünstichig, gelb, was auch immer, alle Mischfarben, sondern es geht auch um Kontraste und um die Helligkeit der Bilder. Also am Monitor wird bei einer Kalibrierung dann auch die Helligkeit eingestellt und es werden Farbkontraste eingestellt. Das heißt also, auch wenn die Farbtemperatur schon sehr gut ist und stimmig aussieht, also sehr neutral aussieht bei einem Schwarz-Weiß-Bild. Deswegen können aber Schatten beispielsweise zulaufen. Und ich würde die viel zu weit öffnen. Und dann hinterher habe ich dann halt, naja, sehr flaue Schatten in meinem Ausdruck. Also auch das gehört zu einer Kalibrierung, nicht nur Farben. Genau, und da ist auch einer der häufigen Anwendungsfehler, dass derjenige, der die Datei zu hell oder zu dunkel sieht, jetzt an den Monitor geht und an dem Monitor selber die Helligkeit verändert. Der Monitor selber hat aber ja keine Verbindung zum Farbmanagementsystem des Rechners. Das heißt, der Richtig. Rechner weiß nicht, ob mein Monitor heller oder dunkler eingestellt ist. Genau. Ich sehe es zwar, aber ich bearbeite dann konträr im Extremfall. Also das Verstellen von Farben und Helligkeit am Monitor selber, ja, sollte man eigentlich nicht machen, Genau. wenn ich das mal so sagen darf. Das kommt aber ziemlich häufig als Frage bei so Masterclasses, Workshops, auf Messen. Dann kommen dann User auf mich zu, also Fotografen auf mich zu. Ich komme übrigens auch aus der Fotografie, eher aus der People-Fotografie, auf mich zu und sagen dann, ja, warte mal, weißt du was? Ich mache das folgendermaßen. Mein Monitor, der hat, wenn ich das Menü in meinem Monitor öffne, RGB-Schieberegler. Und diese RGB-Schieberegler, die nutze ich, um ein neutrales Grau hinzubekommen. Wie mache ich das? Nur ganz einfach. Ich nehme eine Graukarte, die habe ich, damit fotografiere ich ja, um den Weißpunkt zu setzen, also die Farbtemperatur dann hinterher im RAW-Konverter einzustellen. Und diese Graukarte, die halte ich mir bei Tageslicht neben meinem Monitor, mache mit Photoshop ein neutrales Grau. Das kriege ich ja
ganz leicht hin, indem ich beispielsweise drei, also Rot, Grün und Blau auf 128 setze. Und so mache ich mir dann den Hintergrund. Und das vergleiche ich dann mit meiner Graukarte. Und wenn es ein bisschen rotstichig ist, na, dann nehme ich in diesen RGB-Schiebereglern etwas Rot zurück. So, bis es dann halt hinterher übereinstimmt. Ja, was soll ich sagen? Man könnte so hinbekommen, den Monitor auf ein neutrales Mittelgrau, dieses 128er Grau, ja, händisch zu kalibrieren, wenn man es denn dann auch wirklich fehlerfrei sehen würde und könnte. Alle anderen Farben, die so dazwischen sind, naja, da sieht's immer noch übel mit aus. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben hier ein Schachbrett. Auf dem Schachbrett steht ein grüner Zylinder, der ist aber nicht wirklich wichtig. Oben sehen wir ein dunkles Feld A. Und unten in der Mitte von diesem Schachbrett sehen wir ein helles Feld B. Richtig? Und jeder, der jetzt genickt hat, ist eigentlich schon drauf reingefallen. Wir sehen gar kein dunkles Feld A und ein helles Feld B. Das Feld A und das Feld B ist gleich groß. Ja, natürlich ist das auch gleich groß, aber das ist auch gleich grau. Das wollte ich sagen. Gleich hell. Wie geht das? Da haben wir einen Vergleich. Also A und B ist gleich hell. Ich nehme das Ding nochmal raus, mein Kästchen. Was unser Auge macht, ist, wir gucken oben auf Feld A und vergleichen es, naja, mit dem Umfeld. Und da sieht es in Relation dazu echt dunkel aus. Also speichert unser Gehirn ab, du bist ein dunkles Feld. Das gleiche Grau, aber in diesem dunklen Schatten, sieht in Relation dazu wieder recht hell aus und schon speichert unser Hirn ab, du bist jetzt ein helles Grau. Und schon sind wir drauf reingefallen. Also, was ich damit zeigen möchte, ist, wir mit unserem Auge, bloßem Auge und da Farben zu, naja, miteinander zu vergleichen, ist eher ein zweischneidiges Schwert. Ich würde es nicht tun. Dann kommt noch hinzu, was ich eben erklärt habe, dann der User, der sich dann mit Rot, Grün, Blau hinstellt und das ausbalanciert. Hier habe ich ein Diagramm hingepackt. Dort sieht man, das ist der Gamma-Verlauf meines alten, eher Vorvorgänger-Generation MacBook. Das ist diese rote Linie, diese S-Linie. Das ist mein unkalibriertes MacBook Pro. Das hat recht viele Abweichungen. Wenn man mal schaut, das hier ist die Sollkurve, das ist die blaue Kurve, das ist Gamma 2,2, da soll das Ding hin. Und wenn jetzt jemand, okay, jetzt gebe ich zu, das MacBook hat jetzt keine RGB-Schieberegler, aber ein Monitor, ein externer Monitor auf dem Tisch, sieht ja nicht viel anders aus. Was ich jetzt hier in dem Fall machen müsste, ist, es handelt sich übrigens um den blauen Farbkanal, deswegen ist die Sollkurve blau und rot heißt also hier in dem Fall unkalibriert. Wenn wir jetzt hier mal hinschauen, also blau Schritt 50 in 8-Bit-Farbtiefe, von 0 bis 255, blau Nummer 50 müsste ich relativ stark runterdrehen. Aber blau, na sagen wir mal 110 ungefähr, würde ich sagen, vielleicht auch 120, das müsste ich so lassen. Während blau Schritt 150 müsste ich hochpegeln. Hä? Wie soll ich das denn machen? Ich habe doch nur einen einzigen Schieberegler. Das bedeutet also, diese RGB-Schieberegler, die werden diese S-Kurve sein lassen. Ich kann nur die gesamte S-Kurve hoch oder runter pegeln, aber ich kann sie nicht, naja, verzeiht mir den Ausdruck, gerade biegen, das geht eben nicht. Und das macht man mit einer ICC-Kalibrierung. ICC ist übrigens kein Data-Color-Standard, also nach dem Motto, oh, wenn mein Druckservice aber irgendein anderes System verwendet, völlig einerlei. Farbräume sind ein globaler Standard, solche ICC-Dateien ist auch ein globaler Standard, wie dort Farbe kommuniziert wird. Also das ist etwas, ich sag mal, branchenweites. Die Kalibrierung mit dem Spider 5 erstellt eben ein solches ICC-Profil und hilft uns dann, etwas einfach ausgedrückt, hinterher eine Farbsprache zu sprechen. Und natürlich läuft so eine Kalibrierung dann auch ganz automatisch ab. Da schauen wir gleich nochmal noch rein, dass wir in etwa sehen, wie so etwas abläuft. Hier
Haben wir noch etwas, was ich hinzufügen möchte, und zwar ICC-Profile, die beschreiben übrigens auch den darstellbaren Farbraum eines Endgerätes. Das bedeutet, wenn jetzt jemand seinen Monitor kalibriert, kann er sich hinterher anschauen, welche Farben kann mein Monitor eigentlich darstellen. Schafft der komplett sRGB bei einem Laptop oder bei einem Desktop-Monitor? Bin ich über sRGB, beziehungsweise schaffe ich vielleicht sogar komplettes Adobe RGB 1998? Das sind dann wieder diese Wide-Gamut-Monitore. Und auch wenn man dann einen Drucker profiliert, da nennt man das nicht Kalibrierung, sondern Profilierung, dann kann man eben schauen, wie groß ist denn der Farbraum bei den unterschiedlichen Papieren, die man verwendet. Aber hier, wir wollen hier heute bei der Monitorkalibrierung bleiben. Ja, man kann vielleicht sagen, dass sRGB so der kleinste gemeinsame Nenner nicht nur bei Monitoren, sondern bei vielen übergreifenden Geräten ist. Mhm. Und die Leute, die für die Bearbeitung vielleicht mehr Farben in der Hinterhand brauchen, für die ist dann Adobe RGB eine Alternative. Man kann aber nicht pauschal sagen, dass es immer der bessere Farbraum ist. Es kommt ein bisschen auch auf die Anwendung, auf den eigenen Workflow. Ja, ganz richtig. Und wenn man die Bilder im Internet veröffentlichen möchte, immer in sRGB. Es gibt nicht mehr viele, aber es gibt immer noch sehr häufig benutzte Browser, wie beispielsweise der Internet Explorer, der sich nicht darum kümmert, welcher Farbraum an der Datei hängt. Das heißt, der öffnet ein Bild, schaut sich die, ich sage jetzt mal, die Farbzahlen an, ja, von 0 bis 255 und sagt sich, das ist mir egal, was es ist. Ich, für mich ist das alles sRGB. Das wäre das Gleiche, als wenn man jemandem eine Landkarte in die Hand drückt, womit er ein Ziel suchen soll, Angaben da drauf in die Zahlen, ja, wie weit man in eine Richtung laufen soll, das sind in Kilometer angegeben und derjenige sagt, ist mir egal, ich mache mal Meilen da draus. Man muss dann natürlich auch umrechnen und das macht aber dann ein solcher Browser nicht. Von daher ist man für Internet, für Online-Darstellung immer mit sRGB am besten bedient. Ja, und so sieht das aus. Der Spider kommt dann auf den Monitor, somit kalibriert man. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein automatisierter Prozess, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Es können übrigens alle Monitore kalibriert werden, das ist auch eine sehr häufige Frage, die ich gestellt bekomme. Ja, Moment, ich habe aber da so noch auch noch einen älteren Monitor, den verwende ich als Zweitmonitor bei mir im System. Kann der denn auch? Ja, jeder Monitor kann kalibriert werden. Was ich aber fairerweise dazu sage oder ganz offen gesagt, wenn man einen Monitor kalibriert, was macht man denn dann eigentlich? Man korrigiert die Farbe, man optimiert damit die Farbdarstellung, man macht den Monitor aber qualitativ nicht besser. Was ich damit meine, werde ich nachher noch ansprechen. Und zwar geht es um Uniformity oder eben um Gleichmäßigkeit in der Darstellung auf einem Monitor. Aber da, wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf. Also ganz egal, ob das LCD, CCFL, OLED, weiße und RGB-LEDs ist eben, man kann alles kalibrieren. Beamer übrigens auch, das macht bei uns der Spider 5 Elite, heißt er. Und ja, das geht recht einfach. Die erste Kalibrierung dauert 5 Minuten und eine Rekalibrierung, man muss nämlich den Monitor so, man sollte, ja, wenn man sehr gewissenhaft ist, alle 2 Wochen neu kalibrieren. Bei mir, naja, ich bin ganz ehrlich, bei mir eher so alle 4 Wochen. Vielleicht auch mal 5 Wochen, ja. Aber dann rekalibriere ich. Außer? Bei mir sind eher 8 Wochen. Ja, genau. Also ich habe 4 Wochen als Rhythmus eingestellt, werde dann auch immer brav erinnert, was auch genau. Ein Riesenvorteil ist. Ja. Aber es dauert dann leider immer, bis ich dann drauf reagiere. Ja, ja, aber genau. Das ist dann der Faktor Mensch. Richtig, eben. Also dann kommt einfach die faule Socke in mir durch und dann bin ich dann der Meinung, ach komm, ich habe mal noch Zeit. Ich habe es auf 2 Wochen stehen und dann geht mir dieses Ding einfach dann noch 2 Wochen manchmal ziemlich auf die Nerven und zum Schluss merke ich, nee, das geht mir gar nicht auf die Nerven, ich gehe mir selbst auf die Nerven, ich sollte einfach mal wieder neu kalibrieren. Das ist nämlich keine Hexerei, einfach wieder davor hängen, man kann so eine Rekalibrierung sehr schnell starten, naja, und dann geht man sich 2,5 Minuten lang einen Kaffee holen, wenn man wiederkommt, dann ist schon alles geschehen, also man muss da nichts machen, das ist eigentlich eine Sache von wenigen Sekunden, um diese Rekalibrierung wieder anzustoßen.
Jo, wann ich aber auf jeden Fall meinen Rechner dann immer wieder, den Monitor wieder rekalibriere, ist, wenn ich dann irgendeinen Shoot mache, beispielsweise also Produktfotos oder eben Fotos, wo einfach für Firmen Dinge drin sind, wo die Farbe wichtig ist, wo ich die Farbe treffen muss. Dann ist es überhaupt gar keine Frage. Dann lasse ich, selbst wenn ich vor einer Woche kalibriert habe, kurz vor der Bildbearbeitung mache ich immer noch mal eine Rekalibrierung dann. Da packt man den Spider drauf. Und dann kommt eine automatische Messung, wie ich es eben gesagt habe. Also man muss da irgendwie nicht die Luft anhalten oder irgendwas machen neben dem Rechner. Der macht das alles ganz allein, läuft dann da durch ja, nach ganz vielen Farben, die er dort abgespielt hat. Hier haben wir jetzt gerade einfach nur Rot, Grün, Blau gesehen. Natürlich sieht man das in verschiedenen Abstufungen dann. Und der Spider muss natürlich immer drauf gehalten werden, also nicht mit der Hand, sondern einfach, man hängt ihn so drüber und dann hängt er in der Mitte des Monitors, aber da muss er dann auch bleiben. Man darf ihn dann nicht mitten in der Kalibrierung mal einfach wegnehmen. Auch das sehen wir dann doch des Häufigeren bei uns im Support. Es gibt drei verschiedene Spider, da haben wir eine Express-Variante, eine Pro-Variante und ich bin mir sicher, du hast die Elite-Variante, richtig? Ja, ich habe die Elite-Variante, genau. Hoppsala, sorry dafür. Ja, für mich ist auch wichtig, dass ich, wie gesagt, Beamer kalibrieren kann. Da viele unserer Präsentationen bei der Canon Academy natürlich über eine Beamer-Präsentation laufen. Und da haben wir natürlich von Canon auch schöne Geräte, aber auch da ist es halt enorm wichtig, dass man die Power auch sinnvoll nutzen kann. Und das ist dann auch wirklich nur der Fall, wenn ich sie dann auch kontrollieren kann, was die Genau. Farbwiedergabe angeht. Was soll das eigentlich mit drei Versionen? Ist da jetzt einer besser als der andere oder wie hat man das zu verstehen? Ja und nein, also ein klares, eindeutiges Jein. Besser vom Sensor her sind sie nicht. Das ist jeweils immer der gleiche Sensor. Aber die Software unterscheidet sich. Und hier haben wir beim Express einfach die geringste Funktion. Das heißt also, der Spider 5 Express, der kalibriert einen Monitor für, ich sage einfach mal, Hobbyfotografen. Ja? Also er kalibriert auf Gamma 2.2 und 6500 Kelvin. Was? Ja, das ist das Target, auf was wir Fotografen kalibrieren sollten, wenn wir mit sRGB arbeiten oder mit Adobe RGB 1998. Und dann ist genau das Kalibrierziel. Das war's aber. Mehr macht er nicht. Er kalibriert also die Farben am Monitor, die Farbdarstellung. Und das geht natürlich auch, wenn man einen Computer hat, wo zwei Monitore angeschlossen sind. Damit kann man natürlich auch beide Monitore kalibrieren. Der Spider 5 Pro, der hat einen erweiterten Funktionsumfang. Das schauen wir uns aber gleich mal noch etwas detaillierter an. Der berücksichtigt beispielsweise auch die Helligkeit des Monitors. Und der Spider 5 Elite eben, der kann auch Beamer kalibrieren, der kann die Qualität eines Monitors ausmessen und gibt einem dann Rapport, wie oder an welcher Stelle ist mein Monitor vielleicht ein bisschen dunkler als in der Mitte oder wie auch immer. Aber auch das sehen wir gleich noch etwas genauer. Alle Spider kommen mit so einer Karte hier, beziehungsweise mit einem Link. Der Link leitet auf diese Karte, die wir hier sehen, auf diese Website. Und da haben wir ein Video, wo man sich anschauen kann, wie man Monitor kalibriert. Wir haben hier so einen sehr einfach gehaltenen Quick Start Guide. Man kann natürlich auch ganze Anleitungen runterladen. Hier lädt man dann die Software herunter. Da sieht man schon, er ist kompatibel mit Windows und Mac natürlich und so weiter und so weiter. Also hier hat es dann noch das Benutzerhandbuch. Es gibt noch weitere Videos darüber und natürlich kann man bei unseren Support darüber auch kontaktieren. Ja, dabei ist die Anwendung wirklich einfach. Also es ist kein Buch mit sieben Siegeln, sondern da kommt man auch, wenn man kein Diplom hat, gut mit klar. Richtig. Und ich habe mir am Anfang Video angeguckt. Ich bin eher dann der Videomensch. Und ja, danach war es wirklich kein Problem. Und die Software führt einen auch wirklich Schritt für Schritt weiter. Also Genau, sehr anwenderfreundlich. ist bei mir auch so. Ich bin auch mehr dann der Videomensch. Ja, da schaue ich auch lieber drüber. Fangen wir mit dem Spider 5 Express an. Also alles, was der kleinere, in Anführungsstrichelchen kleiner, das ist natürlich nicht die Größe, sondern
die Funktion, der Funktionsumfang. Was der kleinere Spider kann, kann natürlich der nächstgrößere auch. Also es ist dann nach oben hin immer auch alles inkludiert. Der hat eine, also er hat 7 Sensoren, trägt er in sich mit Farbfiltern und diese Sensoren dann, die messen dann eben entsprechend diese Farben und also die Farben des Monitors. Und die stecken in so einer Kapsel. Diese Filter, die sind noch doppelt beschichtet, double coated, sagt man immer. Also doppelt beschichtet, wie in einem Sandwich, somit sind die gut geschützt. Eben, dann stecken sie noch dann zusätzlich in dieser Kapsel und diese Kapsel, die steckt nochmal in diesem Gehäuse, was wir eben hier auf der Verpackung sehen. Hat damit also eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Hat eine ganz einfache Bedienung, wie das der Dirk eben schon gesagt hat, und man kann damit mehrere Monitore an einem Rechner kalibrieren. Aber was kann denn jetzt der Spider 5 Pro mehr? Naja, der zeigt einem zum Schluss noch eine grafische Darstellung des Monitorfarbraums. Das ist also dieser Gamut, wo ich vorhin schon mal von gesprochen habe. Man kann mit dem Spider 5 Pro dann hinterher sehen, mein Monitor kann in grün, schafft er sRGB nicht ganz, beispielsweise, ja? Oder mein Laptop schafft es nicht ganz, wie auch immer. Also hier hat man dann schon einen Feedback. Der hat noch weitere Kalibrierungsziele in Sachen Weißpunkt und Gamma, heißt, hier kann man auch auf 5000 Kelvin kalibrieren oder auf 5800 Kelvin, beziehungsweise auf einen Gamma 2.0 oder Gamma 1.8. Es gibt also Anwendungsbeispiele dafür, eben beispielsweise, wer Grafikdesigner ist und arbeitet dann in einem CMYK-Farbraum, die kalibrieren dann beispielsweise auf 5000 Kelvin. Und so etwas kann man mit dem Spider 5 Pro machen. Das ist jetzt für Fotografen zwar nicht so wichtig, der macht aber diese Rekalibrierung, die in 2,5 Minuten durchgelaufen ist. Das kann der Express nicht, der macht immer eine vollständige Kalibrierung dann. Und das ist viel, viel wichtiger für uns Fotografen, der macht eine Raumbeleuchtungsmessung. Was? Ja, schauen wir mal hier rein. Unser Monitor, der hat... Nee, ich fange mit dem Ausdruck an. Wenn man in einen Ausdruck schaut, dann hat dieser Ausdruck, naja, ein Schwarz. Vielleicht haben sie gerade auch irgendwie eine Zeitung oder sowas, also ein Magazin, Fotomagazin oder so, neben ihrem Monitor liegen, wo sie gerade mal mit vergleichen können. Schauen sich mal Schwarz auf einem Ausdruck an, also ja, auf einem Magazin oder in einem ausgedruckten Foto. Da ist schwarz, naja, dunkel. Weiß ist eben weiß, papierweiß. Und jetzt halten Sie den Ausdruck mal neben dem Monitor. Ist das Schwarz genauso tief wie das tiefste Schwarz hier in einem Monitor? Wenn vernünftig Licht an ist, damit man das Bild oder diesen Ausdruck auch gut anschauen kann, dann dürfte das nicht der Fall sein, weil auch eine solche schwarze Fläche hat immer eine Restreflexion, was unser Monitor jetzt hier in dem Fall nicht hat. Da leuchtet er zwar noch minimal, aber das ist wirklich minimal. Die Monitore heute sind recht gut. Wenn man aber mit Weiß vergleicht, dann sieht man, dass das Weiß vom Monitor natürlich viel heller ist als dieses Papierweiß. Und würde man jetzt dieses Papier so stark anleuchten, bis dieses Weiß vom Papier genauso hell reflektiert, wie der Monitor leuchtet, dann ist an ein tiefes Schwarz nicht mehr zu denken. Was ich also sagen will, ist, der Monitor hat einen viel größeren Kontrastumfang, als es unser Ausdruck hat. Und genau deswegen sollte man einen Monitor immer auf eine bestimmte Luminanz kalibrieren. Das ist also die Leuchtkraft des Monitors. Und dieser Spider 5 Pro, der misst die Raumlichtstärke und wird diese dann oder den Monitor dann von seiner Luminanz her an diese Raumlichtstärke anpassen. Und dann sieht also der Ausdruck auf dem Monitor auch vom Kontrast her und von seiner gesamten, naja, ich sag mal, Helligkeitsanmutung wirklich so aus, wie das hinterher im Ausdruck auch rauskommt. Würde man also an einem sehr hell eingestellten Monitor arbeiten und Bilder bearbeiten. Ich bin mir sicher, fast jeder hier im Webinar hat das schon gemacht. Monitor ausgepackt, hingestellt, man bearbeitet Bilder. Das Ding ist richtig hell, haben manchmal 300, 350, 400 Candela, heutzutage sogar noch drüber sogar.
Und dann stellt man das Bild eben entsprechend ein, druckt es hinterher aus und oh, da hat einem irgendwo einer drei Blenden geklaut. Locker. Und das Bild ist viel zu dunkel. Welchen Wert würdest du denn vorschlagen vom Candula her? Ja, muss ich denn vorgeben im Programm? Ja, nein, muss man nicht. Also der Spyder 5 Pro, der misst die Helligkeit im Raum, die aber nicht so hell sein sollte. Also man sollte relativ abgeschattet sitzen, aber da sage ich nachher noch was zu. Und dann sagt der Spyder, der gibt einem dann ein Feedback und sagt dann beispielsweise, ja, hier drin ist also das Raumlicht ist sehr stark. So sollte man nicht Bilder bearbeiten. Aber wenn es denn dann sein muss, dann kalibriere mal auf 200 Candela beispielsweise. Oder eben, sie sagt, die Software sagt, die Raumbeleuchtung ist mittel. Das ist prima zum Bilder bearbeiten. Jetzt sollte der Monitor auf 120 Candela pro Quadratmeter kalibriert werden. Das ist übrigens das Optimum. Wenn dann die Software sagt, hier bitte auf 120 Candela kalibrieren, das ist prima. Als Anwender hat man dann allerdings immer so ein bisschen den Effekt, ja, vorher sitzt man vor seinem wahnsinnig hellen und wahnsinnig kontrastreichen Monitor und man denkt sich, boah, ja, also es sieht ja, muss man echt sagen, beeindruckend aus, was die Dinger heute an Farbkontraste hinkriegen. Dann kalibriert man ihn auf 120 Candela und schaut sich dann plötzlich die Bilder danach an und dann hat man so diesen, aha, Effekt. Das soll jetzt mein kalibrierter Monitor sein. Einfach mal eine Stunde mit arbeiten. Dass sich das Auge wieder dran gewöhnt, dass die Kontraste nicht so stark sind, weil in einem Ausdruck sind sie das eben nicht. Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, wo viele wieder sagen, nee, das war ja vorher viel besser, wie ich es eingestellt hatte. Aber dieser Gewöhnungseffekt, der ist enorm wichtig und ja, da muss man, glaube ich, auch sagen, okay, ich mache wirklich jetzt mal vielleicht auch dann eine halbe Stunde was anderes, guck mir nur mal ein paar Bilder an und bearbeite gar nicht und gehe erst dann in die Bearbeitung rein. Natürlich, wenn man dann Rekalibrierung macht, ist es gar nicht mehr so wesentlich, da fällt es gar nicht mehr so ins Auge. Aber gerade beim ersten Mal, wo man so eine Anwendung macht, denkt man, ich habe alles falsch gemacht. Ist aber de facto nicht der Fall. Genau. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommen auch vom Druckservice hinterher nicht mehr Bilder, die einfach plötzlich völlig zu dunkel sind und wo die Schatten alle absaufen. Das ist dann weg, dieser Effekt. Was mache ich denn, wenn sich meine Raumbeleuchtung oder das Licht im Raum verändert? Ich habe ja morgens ein anderes Licht als abends. Da sollte man versuchen, eine stabile Lichtsituation hinzubekommen. Ich habe das für mich gelöst und ich würde auch sagen, das hängen wir dann nachher nochmal hinten ran. Da habe ich noch so ein paar Tipps und Tricks zusammengeschrieben und da ist das ein Punkt drin. Also von daher, das beschreiben wir dann mal noch nachher. Aber das ist natürlich dennoch hier an dieser Stelle eine gute Frage. Warum? Weil der Spyder sieht das, wenn man das als Funktion nutzen möchte. Das heißt also, mit dem Spyder wird noch eine weitere Software installiert, die nennt sich Spyder Utility. Das ist eine klitzekleine Software, die schaut sozusagen durch den Raumlichtsensor im Spyder eben auf das Raumlicht. Dann hat man den Spyder einfach irgendwo so neben dem Monitor liegen und der guckt sich die ganze Zeit das Raumlicht an. Und oben in der Toolbar bei den Mac-Anwendern, unten in der Toolbar bei den Windows-Leuten, da neben der Systemuhr, da gibt's ein kleines Spyder-Icon. Das ist schwarz. Und wenn es schwarz ist, ist alles gut. Wenn das gelb ist, dann will mir das was sagen. Und dann kann ich da unten auf dieses Icon gehen und da klicke ich drauf und sag dann, was willst du denn von mir? Also das heißt genau gesagt, Status erklären, genau. Das klickt man dann an und dann wird dieses Tool dann sagen, ja, wir haben kalibriert, da war die Raumbeleuchtung mittel, jetzt ist es hell. Entweder die Raumbeleuchtung wieder auf mittel bringen oder neu kalibrieren, damit wir wieder zum Umgebungslicht passen. Mein Wunschkonzert ist natürlich, nicht neu zu kalibrieren, sondern die Raumbeleuchtung immer gleich zu lassen. Aber wie gesagt, da sage ich nachher noch was zu. Gehen wir noch weiter auf den Spyder 5 Elite. Der kann natürlich auch alles das, was der Express und was der Pro auch kann. Der kann aber noch ein bisschen mehr. Der kategorisiert diese Raumbeleuchtung in 5 unterschiedlichen Leveln, nicht nur in 3.
Der hat unlimitierte Kalibrierungsziele. Das heißt, er kann auf jeden Weißpunkt kalibrieren. Der kann auf jeden Gamma kalibrieren. Der hat auch Non-Gamma-Kalibrierziele, wie beispielsweise L-Star. Für die Profis unter uns, die könnten das eventuell gebrauchen. Je nachdem, womit sie, also was ihr Workflow ist, wenn dann der von sRGB oder Adobe RGB 1998 abweicht. Dann kann man damit sogar eine eigene Tonwertkurve erstellen, wenn man möchte. Das ist eine Funktion, die haben wir damals für, ich vergesse mal den Namen, dabei sind die mega berühmt, für Walt Disney haben wir das eingebaut. Die brauchten das. Dann hat man noch Video-Targets, auf die man kalibrieren kann. Also sowas wie Cinian, Seekam, NTSC, REC 709, REC 2020, so diese ganzen Videogeschichten eben. Die kann der auch kalibrieren. Und er hat nochmal eine detailliertere Graubalance-Option. Also speziell, wenn man einen lausigeren Monitor hat, dann kann man, also der hat so eine Funktion, die nennt sich Graubalance. Und die ist standardmäßig eingeschaltet. Und die kann man beim Spyder 5 Elite aber auch ausschalten. Das braucht man, wenn man beispielsweise DLP-Beamer kalibriert. Warum? Wieso muss man das da ausschalten? DLP-Beamer, die machen das nicht wie unsere Monitore, wo wir Rot, Grün und Blau zur gleichen Zeit sehen. DLP-Beamer haben da innen drin ein kleines Farbrad und diese Beamer, die zeigen ein rotes, ein grünes und ein blaues Bild einfach wahnsinnig schnell hintereinander. Und da muss man aber diese Funktion ausschalten, damit das dann hinterher auch ein gescheites Kalibrierergebnis gibt. Oder aber eine weitere Graubalance-Kalibrieroption und die nennt sich dann nicht schnell oder schneller, sondern besser. Da wird nochmal genauer nachgemessen und dem Monitor ein bisschen mehr Zeit gegeben, so will ich mal sagen. Also das heißt, da wird genau geschaut, wo knickt denn dieser Monitor ziemlich heftig plötzlich weg in seiner Tonwertkurve. Das haben bessere Monitore nicht, deswegen braucht man das da nicht machen. Man kann das dort auch verwenden, aber man hat nicht wirklich einen Vorteil dabei. Aber bei so einem lausigen Monitor, der auch mal zwischen Farbabstufungen plötzlich mächtig wegbrechen kann, der wird an diesen Stellen wirklich viel detaillierter korrigiert. Einziger Nachteil, da kann so eine Kalibrierung dann statt 5 Minuten auch mal 7 oder 8 Minuten dauern. Aber das lohnt sich. Ich würde es dann wirklich verwenden. Und dann hat er noch Studio Match und Spider Tune. Das sind Funktionen, womit man unterschiedliche Monitore auf einen Nenner bringen kann. Das ist eine nette Geschichte. Meine Lieblingsfunktion, weil man muss ja auch mal im Studio hat man noch mal einen Rechner stehen, man hat einen Rechner, mit dem man raus zum Kunden geht und präsentiert und vielleicht hat man sogar noch eine Bildbearbeitungsstation. Studio Genau. Match sehe ich wirklich auf allen drei Rechnern dasselbe Bild Genau. und das ist eine Diskussionsgrundlage und damit für mich immens wichtig. Richtig. Und dieses Spider-Tune, was ist das eigentlich? Also das ist Studio Match, was Dirk gerade beschrieben hat. Also es das heißt, der Spider macht zwei Monitore, ja, kalibriert beide Monitore und matcht sie in Sachen ja, Farbdarstellung, also Tone Response beziehungsweise Tonwertkurve, eigentlich auch in Sachen Farbtemperatur, eigentlich, das erkläre ich gleich noch, und vor allem auch eben in Sachen Luminanz, also Leuchtkraft, ja, der Monitore. Das ist dann hinterher gematcht. Und wenn man das dann hat laufen lassen, dann guckt man da plötzlich auf seine beiden Monitore, guckt nach links, nach rechts. Links steht vielleicht die ältere Gurke, rechts der neuere Monitor. Und der große, womit man hauptsächlich arbeitet, und dann denkt man sich plötzlich, Mensch, warum ist denn mein alter Monitor, der ist ja immer noch farbstichig? Und ich habe gerade kalibriert, was soll denn das jetzt bitte? Das kann vorkommen. Das kann dann vorkommen, wenn man zwei unterschiedliche Monitortechnologien verwendet. Hä? Wir stellen uns jetzt mal alle vor, wir haben ein Foto. Und dieses Foto, das leuchten wir aus mit. Jetzt mit einer Neonröhre. Dann hat das Foto ein gewisses Aussehen. Jetzt nehmen wir mal die Neonröhre weg und leuchten es mit einer LED-Taschenlampe an. Die Farben, die werden völlig anders aussehen. Zumindest im ersten Moment. Was passiert denn da? Also diese beiden unterschiedlichen Lichtquellen haben unterschiedliche Lichtspektren. Aber unser Auge kann sich darauf einstellen.
Und das macht unser Auge auch. Also genau gesagt, ist natürlich nicht unser Auge, sondern unser Gehirn. Ja, wir haben wie so eine Art eingebauten Weißabgleich. Jetzt kommt aber etwas Blödes. Unser neuer Monitor arbeitet mit weißen LEDs. Die alte Gurke arbeitet mit beispielsweise CCFL, also Neonröhrchen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Weißpunkte. Und was unser Hirn oder unser Auge nicht kann, ist für beide Monitore den passenden Weißabgleich machen. Das funktioniert nicht. Und dazu kommt noch, das ist sehr individuell. Das heißt also, jeder von uns hat einen eigenen eingebauten Weißabgleich. Das bedeutet also, man macht mit Studio Match, kalibriert man beide Monitore, die sind hinterher auf einem Nenner. Und dann gucken wir drauf und sehen aber, nö, der alte Monitor links, der kleine, der hat aber noch einen ganz leichten, ich würde sagen, grünlichen Farbstich. Jetzt macht man Spider-Tune auf und ein solches Tool gibt es wirklich nur beim Spider. Es hat kein anderes Kalibriertool am Markt. Und das hat ein paar Schieberegler. Jetzt gehe ich den Hauptmonitor, dann lassen wir die Finger von. Der bleibt so, wie er ist, weil da stellt sich unser Auge auch drauf ein. Das ist ja der große Monitor, der vor uns steht. Jetzt gehen wir an diesen etwas farbstichigen Monitor, gehen dort an diese Schieberegler und werden dann dort diesen Rot-Grün-Schieberegler ein kleines bisschen Richtung Rot drehen, so dass dann eben entsprechend dir der Weißpunkt wieder gleich aussieht. Natürlich ist das dann auch wieder von so einem Softwareassistenten gesteuert. Das heißt, der zeigt einem dann ein paar Farbfelder an, wo man dann sehr einfach geführt diese Farben dann auf einen Nenner bringen kann. Und man stellt da immer den zweiten Monitor auf den ersten Monitor ein. Und wie gesagt, so ein Feature hat nur das Spider 5 Elite. Es gibt kein anderes Tool auf dem Markt, was das kann. Und so kriege ich sogar zwei völlig unterschiedliche Monitore wahnsinnig dicht auf einen Nenner. Machen wir mal weiter. Und dann hat er noch eine erweiterte Display-Analyse. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Da habe ich dann gesagt, dass aber ein Monitor wird dann korrigiert und kalibriert, aber es macht die Qualität des Monitors nicht besser. Was meine ich denn damit? Ein Monitor, und das ist hier wieder mein Vorvorgänger-Modell MacBook Pro gewesen, was ich damit eingemessen habe. In der Mitte, das ist immer so diese Referenzzone, ja, also Helligkeit 0% Abweichung, logisch, ist ja auch, ne, wir gehen jetzt immer von der Mitte aus. Aber hier unten rechts in der Ecke ist mein Monitor 10% dunkler als hier in der Mitte. Ja, aber Moment, wir kalibrieren ja den Monitor, dann ist ja hinterher alles richtig. Die Farbe, die wird korrigiert, das ist richtig, und zwar immer in der Mitte. Referenzzone. Hier unten in der Ecke, da wird die Farbe aber nicht gesondert oder ganz individuell korrigiert. Ein ICC-Profil, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, macht zusammen mit der Grafikkarte die Farbkorrekturen. Und zwar alle 16,7 Millionen Farbabstufungen, die wir so haben, ja. Alle 16,7 Millionen Farben werden korrigiert. Das ist ein Haufen Zeug. Aber 16,7 Millionen Farben für, was ich, circa 4 Millionen Pixel auf dem Monitor, das kann nicht für jeden Pixel einzeln gemacht werden. Ja, Moment, aber wie komme ich denn dann dazu, dass das hier unten nicht vignettiert? Das ist der Grund, warum es Monitore gibt, die einfach deutlich teurer sind als nur 3, 4 oder 500 Euro. Das sind Monitore, die eben beim Hersteller vorkalibriert werden. Vorkalibriert heißt nicht, der Monitor zeigt mir immer die gleiche oder immer die richtige Farbe an. Ich brauche keinen Spider mehr. Sondern vorkalibriert heißt, die haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, dass der Monitor hier unten genauso hell ist wie in der Mitte und hier in den Ecken und oben an der Kante und überall. Also das ist, man spricht dort von Uniformity oder eben Gleichmäßigkeit. Und diese Uniformity, die kann man ausmessen mit dem Spider 5 Elite. Man misst dann einfach hier oben in der Ecke, hier oben in der Mitte, oben rechts, das gleiche nochmal in der Mitte und unten. Und danach kriegt man dann hier solch ein Diagramm angezeigt und hat dann ein Feedback darüber, einmal in Sachen Helligkeit, die Vignettierung, und dann nochmal in Sachen Farbdarstellung. Das habe ich jetzt hier aber nicht als Screenshot mit eingebaut. Und ja, damit haben wir noch zwei weitere Upgrades, die muss man nicht machen, man kann sie aber machen. Updates, das ist ganz klarer Fall, das ist immer
also ich sage jetzt mal in der Software oder im Produkt enthalten. Das ist, gibt's natürlich kostenlos dann, wenn neue Updates rauskommen. Hier haben wir aber zwei Upgrades. Das heißt also nochmal zusätzliche Funktionen, die der Spider Elite dann mitbringt und die kann man dann bei uns auf der Website noch dazu kaufen. Das ist dann immer dieses Plus-Upgrade. Das heißt, man kann aus dem Spider 5 Elite ein Spider 5 Elite Plus machen. Und zwar unterstützt er dann eine Kalibrierung mit nur einem Klick. Das geht dann wirklich sehr schnell. Also eine Rekalibrierung, nur ein Klick und schon fängt das Ding dann an zu kalibrieren. Der macht diese automatische Umgebungslichtüberwachung. Man kann sogar die Helligkeit des Monitors Genau. dann mit automatisch einstellen lassen. Das heißt, er switcht dann zwischen unterschiedlichen Profilen. Und dann hat man ein Profilverwaltungstool. Damit kann man dann beispielsweise alte Druckerprofile löschen oder alte Monitorprofile löschen. Man kann sie umbenennen. Man kann nicht einfach im File-Browser ein Profil umbenennen. Das kann dann nämlich zu Problemen beispielsweise mit Photoshop kommen, dass dann Photoshop sagt, warte mal, ich habe hier ein Profil, das soll ich benutzen. Das ist aber nicht, das ist, wie wird da immer gesagt, es wäre korrupt. Glaube ich, sagt Photoshop. Das ist ein korruptes Genau. Profil und dann entweder stürzt Photoshop ab oder es weigert sich dann einfach damit weiterzuarbeiten. Also von daher, man muss das dann, ja, also im Profil selbst muss dann auch etwas umgeschrieben werden und das macht dieses Profilverwaltungstool. Aber, also wenn man das umbenennen möchte, man muss ja nicht, dann kann man das aber hiermit machen oder man kann sich eben dann direkt zum jeweiligen Profil im File-Browser dann ja, hinbringen lassen sozusagen. Man kann zwischen unterschiedlichen Profilen hin und her schalten. Es kann ein Softproofing oder eine Gerätesimulation gemacht werden. Softproofing heißt also, man sieht dann einen simulierten Druckausdruck mit dem Spider 5 Elite Plus. Das kann aber dann nur die Plus, also die Elite Plus Variante, aber nicht die Pro Plus. Oder eben eine Gerätesimulation. Hä? Was? Ja, beispielsweise iPad 3. Ich will sehen, wie sieht denn mein Foto auf dem iPad 3 aus? Dann kann man sich das dort auch anschauen. Dann gegebenenfalls natürlich auch korrigieren, wenn man dann beispielsweise für sein iPad 3 eben da sein Portfolio drauf macht, um das dann irgendwo zu zeigen. Und von daher eine sehr, sehr coole Funktion. Ja, Abstimmung mehrerer Monitore, das ist das, was ich vorhin erklärt habe mit diesem, ja, aneinander angleichen. Das hat der normale Spider 5 Elite natürlich auch, aber die Elite Plus Variante macht das meiner Meinung nach nochmal einfacher. Also eben mit unterschiedlichen Farbpatches, die man dann aufeinander einpegelt und nicht einfach nur mit einem Foto. Und das muss ich sagen, es ist ein ganz cooles Feature und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich benutze es immer bei mir hier im Studio. Dann, ja, wie man an so eine Plus-Upgrade kommt, da geht man dann einfach bei uns auf die Website oder eben in der Spider-Software kann man das natürlich auch machen. Datei gehe zu, Upgrade. Da ist so ein Eintrag oben links eben in der Software und dann klickt man drauf, was man haben möchte. Und schon geht es dann weiter auf die Website und dort kann man es dann eben entsprechend einkaufen. Hier habe ich jetzt nochmal einen Produktevergleich. Da würde ich jetzt aber einfach sagen, lasse ich einen ganz kleinen Momentchen stehen. Den kann man sich dann hinterher im Video ja nochmal anschauen. Aber da gehen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Auf unserer Website gibt es den natürlich auch. Aber, das habe ich vorhin versprochen, da gucken wir noch rein, auch wenn wir jetzt die Stunde schon, naja, nicht ganz voll gemacht haben. Wir waren ein kleines bisschen zu spät aufgrund von etwas technischen Problemen, aber das haben wir ja dann doch gelöst bekommen. Ein paar Tipps, die jeder beherzigen sollte. Und jetzt komme ich auch nochmal zurück wieder an zu deiner Frage, die du vorhin hattest, Dirk. Verdunkeln Sie den Raum und nutzen Sie nur indirektes Licht. Warum? Wenn man unterschiedliche Raumhelligkeiten hat, dann der Monitor hat nur einen beschränkten Kontrastumfang. Und unser Auge eben auch. Und genau darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Und ich mache das jetzt wieder mit einem Beispiel. Ich weiß, ich hole jetzt ein kleines bisschen aus, aber ich möchte, dass das jeder nachvollziehen kann. Und das ist sehr interessant, mal zu hören. Und das wird jeder nachvollziehen können. Wir sind in einem sehr dunklen Raum, sitzen vor einem Monitor.
Photoshop ist offen. Jetzt machen wir eine neue Datei. Klicken oben Datei auf Neu und jetzt geht das auf. Jetzt nehmen wir diese Datei und die machen wir, also dieses neue Bild, sag ich jetzt mal, das machen wir auf Monitorgröße, also komplette Auflösung vom Monitor, so dass das den kompletten Monitor abdeckt. So. Jetzt füllen wir, der Hintergrund ist erstmal noch weiß, den füllen wir jetzt mit schwarz. RGB-Werte 000. Zack. Jetzt ist also dieses Bild, was wir jetzt auf dem Monitor riesig groß sehen, komplett tiefes Schwarz. Jetzt packen wir da drauf ein dunkelgraues X, ein Kreuz. Und das machen wir mit den RGB-Werten 04, 04, 04. Das ist ein verdammt dunkelgraues X. Und zwar hat das einen Farbabstand zum Hintergrund von 1,0 Delta E. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig. 1,0 Delta E, was ist das? Unser geübtes Auge kann das soeben vom Hintergrund erkennen. Meine Ma, die ist Friseurin, die würde hinter uns stehen und sagen, was, da ist gar nichts. Und die müssten mal zweimal draufstoßen, bis sie dann sagt, ach du lieber Gott, da schaut ihr drauf? Na klar, wir wollen ja Bending vermeiden. Das heißt, also dieses dunkelgraue X, man kann es soeben erkennen. Jetzt nehmen wir diesen Monitor mal am fürchterlich langen Kabel und gehen aus dem dunklen Raum raus und stellen uns damit draußen auf die Sonnenterrasse. Ins Sonnenlicht. Wo ist das dunkelgraue X? Dirk, kannst du das noch sehen? Nicht mehr sehenbar, nicht mehr sichtbar. Das ist weg. Aber was ist denn passiert? Hat sich unser Monitor verändert? Nee, hat er nicht. Was hat sich denn hier eigentlich gerade verändert? Unser Auge? Genauer gesagt, unsere Pupille? Die Iris zieht sich zusammen wie eine Blende in der Kamera. Wer mag denn jetzt mal raus vor die Tür gehen und mit Blende 16 oder Blende 22, je nachdem, was das Objektiv hergibt, draußen fotografieren gehen? Das ist eine ziemlich dämliche Idee im Dunkeln, oder? Da lässt man ja auch die Blende offen. Und genau das sollte man hier eben entsprechend auch machen. Das heißt also, der Monitor zeigt uns Informationen, nämlich immer noch das dunkelgraue X, und wir gucken nicht hin, sag ich jetzt mal ganz platt. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass die Blende unseres Auges, also die Pupille, offen bleibt, damit wir das auch erkennen können, was unser Monitor uns zeigt. Und deswegen sollte man immer in einem sehr stark abgeschatteten Raum sein. Wie? Soll ich mich jetzt immer ins Dunkle setzen bei der Bildbearbeitung? Nee. Rechts im Foto, da sitzen wir jetzt bei Tageslicht. Das ist nicht gut. Das ist gut. Ich beschreibe das immer so ein bisschen mit, wenn man einen kleinen Artikel in einer Tageszeitung lesen kann, ohne extra Licht einzuschalten, dann ist das prima. Wenn man die ganze Tageszeitung in dem Licht lesen kann, sitzt man zu hell. Dann man sollte für eine stabile Lichtsituation sorgen. Aha, eben, damit, ja, sonst bearbeitet man irgendwo Schatten und man kann beispielsweise dieses dunkelgraue X soeben erkennen. Alles gut, alles prima. Ich habe da Details, die ich soeben erkennen kann. Ich bin happy. Plötzlich geht draußen die Wolke vor der Sonne weg. Im Raum wird's plötzlich richtig hell. Jetzt gucke ich wieder in meine Schatten. Warte mal, im Schatten war doch gerade noch so dieses dunkelgraue X. Wo ist denn das hin? Und schon fange ich an und ich werde ein bisschen abwedeln. Jetzt kommt's wieder raus. Alles prima. So ist gut. So. Dann kommt die nächste Wolke, die schiebt sich vor die Sonne und jetzt gucke ich da drauf und sage mir, was habe ich mit dem X gemacht? Das sollte nur ganz knapp sichtbar sein. Jetzt kann ich das ganz deutlich sehen. Also man merkt dadurch, das geht nicht. Also man sollte immer für eine stabile Lichtsituation sorgen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe keinerlei Verbindung zu IKEA. Ich habe mir bei IKEA halt so eine Klemmleuchte gekauft. Da gibt's so, das sind so Alu-Töpfchen mit so einer überdimensionalen Wäscheklammer, sag ich mal, da dran. So ein Ding habe ich mir gekauft. Hat keine 10 Euro gekostet. Da schraube ich mir rein eine D65-Birne. Die ist nur wenige Euro teurer, 2, 3, 4 Euro teurer als eine normale. Und diese D65-Birne, die habe ich da reingeschraubt. Und das ist wie Tageslicht. Und die nehme ich und lasse die gegen eine weiße Wand leuchten. Hinter mir irgendwo. Und das gibt mir ein sehr diffuses Licht.
So, das heißt also, wenn ich jetzt Bilder, wenn ich Selektion mache, sitze ich bei Tageslicht. Ich meine, ja, ich möchte auch eigentlich in einem hellen Raum sitzen. Dann sitze ich bei Tageslicht und mache das. Auch wenn ich dann Pickelchen retuschiere und sowas, das mache ich auch noch im Tageslicht. Aber sobald ich anfange, farbkritisch, helligkeits- und kontrastkritisch zu arbeiten, Fensterläden zu, kein Tageslicht mehr im Raum, diese Lampe mache ich an und das gibt mir dann eben so ein ganz leichtes, diffuses Licht. Es sieht aus wie Tageslicht, das heißt, ich, ja, von der Farbwahrnehmung her bleibe ich konform zu meinen Farbräumen. Und dann ist mir das völlig egal, ob draußen die Sonne scheint, ob es Nacht ist oder ob es draußen neblig ist. Dann ist draußen nämlich das Licht sehr, sehr bläulich. Oder was auch immer draußen gerade los ist. Das ist mir egal. Es sieht immer gleich aus, wenn ich an meinen Bildern arbeite. So sollte man es machen. Und das habe ich hingekriegt für keine 20 Euro. Da kann man sich eher noch einen Döner daneben leisten. Ich würde sagen 15 Euro. Arbeiten Sie nur an einem betriebswarmen Monitor. Hä? Ja, Monitore, die ausgeschaltet waren 5 Minuten, die brauchen locker eine Viertelstunde, 20 Minuten wieder, bis sie Farbe stabil darstellen. Also diesen Schlafmodus, ja, diesen Energiesparmodus beim Monitor, ja, der ist toll für jeden normalen Anwender oder ja, wenn man einfach nur ein bisschen Office-Arbeit macht, dann kann man das machen. Wenn man Bilder bearbeitet, sollte man es nicht tun. Ich hab's aus. Rekalibrieren Sie den Monitor alle 2 Wochen. Hatten wir vorhin schon mal, brauchen wir nicht nochmal neu drauf eingehen. Und vermeiden Sie farbige Wände und Oberflächen rund um den Monitor. Die Wand hinterm Monitor. Wobei das auch für die eigene Kleidung gilt. Wobei das auch für die eigene Kleidung gilt, ganz genau. Immer schwarze T-Shirts, nicht weil wir schwarz so tot schick finden, sondern zum einen beim Fotografieren, klar, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man eben keine Farbschattierung irgendwo auf das Motiv wirft, aber zum anderen natürlich auch bei der Bildbearbeitung am Rechner sollte man eben auch die knalligen Farben vermeiden. Genau. Je nachdem auch, wie reflektierend die Oberfläche des jeweiligen Monitors ist. Richtig. Dahinter auch die Wand hinterm Monitor irgendwie lindgrün gestrichen, ist eigentlich keine tolle Idee, sollte man nicht tun. Schreibtischoberfläche, weiß, grau, schwarz. Das war's. Grau und schwarz besser als weiß. Aber nichts, was Farbe beinhaltet. Rund um den Monitor in direkter, sagen wir mal, Sichtnähe, keine Farben bitte. Auch den Desktop-Hintergrund bitte immer neutral halten. Warum? Jetzt übertreibe ich doch ein kleines bisschen, oder? Nee, tue ich nicht. Wir machen jetzt mal einen Test. Und zwar setzen Sie sich relativ dicht vor dem Monitor. Mit dicht meine ich jetzt also, ja, in normaler Abstand, aber ruhig ein Stückchen nach vorne kommen, wenn man jetzt ein bisschen zurückgelehnt im Stuhl sitzt. Das Bild jetzt mal anschauen. Und zwar nur auf diesen schwarzen Punkt in der Mitte. Nicht mit den Augen umherschauen. Dann funktioniert der Test nicht. Nur auf diesen schwarzen Punkt. Ich muss jetzt ein ganz klein bisschen quatschen. Was machen wir hier eigentlich? Ich will beweisen, dass Farbe unser Farbsehen beeinflusst. Eben das, was ich gerade gesagt habe, dass man ja Farben rund um den Monitor vermeiden soll. Sie schauen noch immer weiter auf den schwarzen Punkt. Ich werde jetzt gleich umschalten auf die nächste Folie. Und in der nächsten Folie sieht man eigentlich mehr oder weniger fast das Gleiche. Und da ist aber auch wieder dieser schwarze Punkt in der Mitte. Und Sie gucken weiter auf den schwarzen Punkt, gucken nicht umher. Also 3, 2, 1. Auf den schwarzen Punkt schauen. Auf den schwarzen Punkt schauen. Und jetzt gucken Sie mal hin und her und gucken sich das Bild an. Das war kein Farbfoto. Niemals. Das war von vornherein ein Schwarz-Weiß-Bild. Den können wir nochmal machen, den Test. Jetzt geht er auch ganz schnell, weil jetzt haben wir uns drauf eingeschossen. Auf den schwarzen Punkt schauen. Nicht hin und her gucken. 3, 2, 1. Klack. Und das Bild sieht leicht farbig aus, ne? Und sobald man hin und her guckt, sieht man, das ist es gar nicht. Also, bitte keine Farben rund um den Monitor, das beeinflusst das Farbsehen. Ist so. Dann ein benutzerdefiniertes Softproof einstellen in Photoshop. Das wird immer gefragt. Von daher möchte ich zeigen, wie das geht. Ich habe hier Photoshop offen und da klicken wir mal, also ich habe ein Bild offen. Dieses Bild will ich jetzt sehen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich dieses Bild
beispielsweise in einem Magazin drucke, Fokra 27 oder so, dann kann man das machen. Oder eben vom Ausbelichter, ja, dann man fragt die, die haben ihre Druckprofile auf dem Server liegen, die kann man runterladen bei denen von der Website. Oder eben, wenn man sie dort nicht findet, anrufen, fragen. Die können die einem zuschicken. Die sind nicht groß, ein Megabyte ungefähr. Man kann ja damit zwar nicht drucken, aber man kann den Druck schon zu Hause simulieren. Und zwar mit folgenden wenigen Klicks. Man geht auf, wo ist es? Ansicht? Hier, da. Auf Ansicht klickt man. Dann klickt man auf den obersten Eintrag, auf Proof einrichten. Und dann klickt man auf Benutzer definiert. Und dann geht dieses Fenster auf. Und hier, Fokra 39 habe ich hier, Fokra 39. Und man schaltet noch ein, die Papierfarbe simulieren dann. Ah, hier ist auch Fokra 27, da sieht man es. So, Papierfarbe simulieren an. Was macht das? Es wird wirklich dieses Papier weiß nachempfinden und es wird auch nochmal den Kontrast des Papieres runterpegeln und eben dann die Farben blasser machen, und zwar genau auf den Level, wie es das Papier noch darstellen kann. So, und das sehen wir, indem wir jetzt hier auf Vorschau klicken und dann sehen wir die Farben da oben sehr gedeckt. Aber genau das ist das, was aus dem Druck rauskommt. Das Grün, was wir hier oben jetzt gerade sehen, wer das zu Hause mit seinem Drucker drucken kann, der ruft mich bitte sofort an. Da werden wir zusammen, kriegen wir wahrscheinlich, keine Ahnung, Nobelpreis. Da haben wir Physik ausgehebelt. Und das ist mit Cyan, Magenta und Gelb und irgendwelchen anderen Farben, die man sonst so beim Fotodrucker hat, nicht mischbar. Geht nicht. So, aber eben hier sehen wir dann, das ist mit dem Fokra 39, ja, das ist also so ein Offset-Druckstandard, das ist mit dem machbar. Das heißt also, würden wir jetzt Postkarten drucken, hochwertige, dann sehen die Farben so aus. Das ist nicht hinzukriegen. Ja, das ist ein Softproof. Eigentlich eine ganz prima Funktion. Eben kann man mit Photoshop machen. Wer das in Photoshop nicht machen möchte oder kein Photoshop hat oder wie auch immer, kann das natürlich auch mit diesem Zusatzmodul, was wir vorhin gesehen haben, mit dem Spider 5 Elite Plus machen. Ja, und wenn man das dann eingeschaltet hat, dann kann man einfach mit die Apple-User mit Command und Y beziehungsweise oder der die Apfeltaste Y oder die Windows-User mit Control oder Steuerung Y kann man da hin und her schalten zwischen Original und Softproof-Ansicht. Und hier oben wird das dann auch übrigens immer eingeblendet. Da steht dann das Profil, welches ich gerade simuliere. Das macht auch gerade Sinn, wenn man mit Kunden redet, vielleicht auch mit Kunden, die jetzt nicht Erfahrung im Print- und Fotobereich haben. Also nehmen wir mal das Hochzeitspaar, das vielleicht noch eine Danksagung drucken möchte. Dann kann man halt auch genau zeigen, so wird es nachher im Druck auch aussehen, sodass da auch vorher schon direkt abgesteckt wird, okay, das ist jetzt nicht mein schlechtes Foto, was das unter Umständen Genau. nicht so brillant erscheinen lässt, sondern es ist das Druckverfahren, es ist die Papierwahl. Genau. Und von daher hat man da noch eine gute Argumentation. Ganz genau. Hier habe ich jetzt noch eingeblendet, wer darüber hinaus noch Fragen hat. Die kann man jetzt gleich stellen. Das habe ich ja schon gesagt, das werde ich noch einblenden. Es gibt eine kostenlose Telefon-Support-Hotline. Das ist die 00800 700 800 70. Bitte wirklich eine Doppel-Null am Anfang vorwählen. Die ist aus ganz Europa erreichbar, kostenlos erreichbar. Besser und ein bisschen effizienter für uns, aber auch für jeden Fragenden ist unser Ticket-Support 24/7 natürlich erreichbar. Aber genauso wie hier oben auch, der Telefonsupport ist natürlich nur zu normalen Bürozeiten besetzt. Ich denke, das ist selbstredend. Hier unten der 24/7 Online-Support, der ist natürlich immer erreichbar. Antworten bekommt man dort natürlich dann auch nur zu Bürozeiten. Auch wenn dieses Ticketformular, was man hier unter diesem Link bekommt, auch wenn das auf Englisch gehalten ist, also es ist sehr einfach zu verstehen, auch wenn man es vielleicht nicht Englisch spricht, wenn da steht Operating System und man klickt dann auf dieses Auswahlmenü und da sagt dann, was denn? Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows, ja,
dann weiß man schon, was man da abfragt. Einfach auf Deutsch die Frage schreiben. Wir verstehen Deutsch und sprechen es auch. Das ist eben unser Support und damit bin ich eigentlich mehr oder weniger fast am Ende angelangt. Was ich aber noch zeigen möchte ist, dass man hier bei uns auf der Support-Seite, wenn man dann einfach auf Support klickt, hat man hier oben Submit a Ticket. Dort klickt man dann auf und dann sieht das eben so aus. Hier wird das alles abgefragt und sind so Auswahlantworten. Das ist sehr, sehr einfach zu handeln. Wer so ein Webinar hier sehr interessant fand, wir machen auch andere Webinare dann über wie drucke ich am perfektesten oder wie kann man noch eine Kamera kalibrieren, in welchen Dingen auch immer kalibrieren, also in Sachen Farbe, in Sachen Weißpunkt natürlich, ja, so mit Graukarte arbeiten oder mit einer erweiterten Graukarte sogar arbeiten, die Kontraste steuern kann, beziehungsweise den Autofokus nachkalibrieren. All so etwas, das wird bei uns in den Webinaren besprochen. Einfach bei uns auf die Seite gehen, anmelden, ist kostenlos, so wie das heutige Webinar auch. Was ich jetzt aber noch machen möchte, das ist, jetzt komme ich mit meiner Maus nicht auf meinen Monitor, warum nicht? Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Irgendwie sehe ich meine Maus nicht. Kannst du die sehen, Dirk? Ja, die ist bei mir. Aus dem Haus. Bitte, ich sehe nichts. Die springt gerade. Okay. Da ist der Boris mit drauf. Den haben wir jetzt heute nicht hier gehabt. Der ist das nächste Mal.